Nein, nein, es ist nicht normal, dass deine Arbeit, die du alltäglich tust, dein ganz normaler Broterwerb, dir nicht jede Sekunde maximal Spaß macht, dir maximal viel Lust bereitet, ja, sich richtig gut anfühlt. Es ist nicht normal. Wir haben es zwar alle so gelernt und wir haben es alle so akzeptiert, weil wir es halt in der Schule schon gelernt haben. Nee, du musst dich da durchkämpfen und von nichts kommt nichts und erst die Arbeit, dann das Vergnügen und ne, du kannst doch nicht nur tun, wozu du Lust hast. Deswegen, wir haben das eingebläut bekommen und wir haben es als Wahrheit akzeptiert. Und natürlich, Gesetz der Anziehung, Manifestation, bedeutet das, dass, weil wir so sehr davon überzeugt sind, sich das natürlich im Außen immer wieder manifestiert und uns darin natürlich bestärkt, ja? In unserem Glauben, naja, es ist halt so, es geht ja nicht anders. Aber ich kann euch sagen, es geht anders. Nicht nur bei mir, auch bei zig tollen Frauen, die ich begleiten durfte oder die einfach ähnlich wie ich unterwegs sind. Es ist krass möglich, ja? Ich meine, hallo, es ist deine Lebenszeit. Du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, ja? Und ist so krass, ja, es macht mich ganz wütend, weil ich habe gerade mit einer ganz tollen Frau gesprochen, eine Bekannte von mir, ja, die ein wundervolles Business sich seit Jahren als Unternehmerin selbstständig aufgebaut hat, voll krass ähnlich wie ich, und jetzt auch ähnlich gut verdient, vielleicht sogar ein bisschen besser, ich weiß es nicht. Und sie, oh mein Gott, ja, sie hat ein richtiges Unternehmen, also groß und alles, es läuft gut und alles, und sie tut zu 80% des Tages nur Dinge, die sie scheiße findet. Also von der Tätigkeit an sich, die halt gemacht werden müssen, ja. Und na klar, dafür hat sie cool Kohle und alles. Und ich frage sie, ja, und was machst du, wie kannst du es eigentlich genießen in den 10, 20% deines Tages, in denen du dann überhaupt für dich Zeit hast und nicht arbeitest? Dann kannst du es ja richtig genießen, deine coole Kohle und tolle Dinge machen. Und sie sagt, nee, da brauche ich die Zeit, um mich zu erholen von der ganzen scheiß Arbeit. Und so richtig genießen kann ich es doch nicht. Und ich denke mir so, oh mein Gott, da ist doch einfach was falsch. Ja, es ist einfach nicht wahr. Und ich möchte euch alle, die ihr dieses Video guckt, bitte bestärken darin, und ich zeig dir auch gleich, wie, was ich damit genau meine. Hey, es ist wirklich in uns drin eine Sache, wie wir das ändern können. Ja, und natürlich, die Frauen, die bei mir in die Lustcoach-Ausbildung springen, sind natürlich viele dabei, die sagen, boah, eben, mein alter Job ist scheiße und ich möchte, oder ist nicht das, was ich möchte, ich möchte mein Seelenwirken in der Selbstständigkeit, ein Seelenbusiness draus machen und das richtig cool auf die Straße bringen. Ja, da sind ganz viele, die diesen Prozess gehen, das ist voll schön, aber nicht nur. Ich habe auch Frauen dabei, die mit einer coolen Festanstellung kommen. Naja, cool, eben nicht so cool, aber zumindest sicher und alles und sich nicht sicher sind. Und ich habe zum Beispiel eine, die jetzt am Ende der Monate der Ausbildung dasteht und sagt, hey krass, meine Festanstellung hat sich um 180 Grad gedreht. Mein Chef ist anders, ich habe völlige Freiheiten, es fühlt sich an wie eine Selbstständigkeit. Ich habe mir alles rein manifestiert, was mir wichtig ist, und trotzdem bin ich noch festangestellt, weil mir das auch wichtig ist. Und boah, krass, ich müsste jetzt gar kein Seelenbusiness mehr machen, weil es sich so verändert hat, ja. Und also ich will damit nur sagen, es ist hier nichts in Stein gemeißelt, es ist alles möglich, aber egal was, welchen Weg wir gehen, darunter liegt immer, na klar, die innere Arbeit. Und jetzt klingt schon wieder nach Anstrengung vielleicht für dich. Nein, es geht hier um Lustarbeit. Denn was ich mit innerer Arbeit meine, ist wirklich auch her, ja, bis zu unserem Innersten, unserem Schoßraum. Wir sind Frauen, wir sind nicht nur Frauen, wer auch immer jetzt hier gerade zuschaut, aber die Frauen, mit denen ich arbeite, sind Frauen. Oh, jetzt rede ich mich hier im Kopf und Kragen, ihr wisst, was ich meine. Und in unserem Schoßraum liegt so viel, genau all das verborgen, was macht, dass diese Programme sich immer wieder manifestieren im Außen, was macht, dass wir, unser Selbstwert ist scheiße und entsprechend werden wir so behandelt, ja, und entsprechend, wir sind hart zu uns selbst und entsprechend ist das Außen hart zu uns und es funktioniert nur so oder es fühlt sich so an, als ob es sich nur so für uns ausgeht, ja. Das heißt, natürlich dürfen wir das im Innen, diese ganzen eben hart gelernten Programme aus unserer Kindheit, unserer Jugend, manche auch aus früheren Leben, wirklich, wirklich verändern. Und ganz, ganz vieles liegt echt einfach in unserem Schoßraum, wenn wir hier unsere wundervollen sexuellen Energien ins Fließen bringen und mit diesen Energien arbeiten. Ja, es ist der Selbstwert, es ist die Scham, es ist das Thema der Sichtbarkeit, sich zu zeigen, was auch wieder mit der Selbstliebe zu tun hat, na sowas. Ja, es ist auch Anziehungskraft, wenn wir irgendwas mit Kundengewinnung zu tun haben, weil wir Klienten haben und wir lieben uns selbst nicht, wir sind mit unserem Schoßraum nicht so richtig juicy geil unterwegs. Ja, na klar, wenn wir dazu sind, das ist unser Kanal der Empfängnis. Leute, Frauen,
Ja, unsere Diener ist unser Kanal der Empfängnis. Wir können hier Geld empfangen, Fülle empfangen, Kunden empfangen, all das, ja. Und es ist aber auch unser Ort der Schöpfungskraft, der Manifestation. Das meint, warum über Jahrtausende immer wieder, besonders Frauen, gerade in diesem Bereich, so krass geschwächt wurden, so krass unterdrückt wurden und immer wieder Missbrauch und so weiter. Es hat uns genau an der krassesten Stelle getroffen, an der, na ach nee, unsere krasseste Macht liegt. Unsere Macht, unser ganzes Leben zu verändern, auch unsere Macht, die Welt zu verändern. Und die Frauen, die meistens am Ende bei mir landen und mit mir wirklich ja auch in tiefe, intensive Arbeit gehen, sind ganz oft einfach Frauen, die wirklich in sich diesen krassen, krassen Ruf spüren. Und das sind die Frauen, die halt auch einfach in der normalen Klein-Kleintätigkeit echt unglücklich sind. Ja, das ist wie wenn du ein Adler bist, aber halt im Hühnerstall wohnst. Sorry, das ist klar, dass du da unglücklich wirst. Das ist nicht deine Bestimmung. Dafür bist du nicht hierher gekommen. Spür mal bitte ehrlich rein, für was du, deine Seele sich entschieden hat, hierher zu kommen. Und das ist es, was wir freilegen. Und das ist es, was die maximale Ausdehnung, aber auch den maximalen Erfolg, ja, ausmacht. Und wo, egal von wo du gerade kommst, es ist wie so eine Zwiebel, habe ich das Gefühl, die wir so entpulen. Und in der Mitte ist dein wahrer Kern. Und wenn der freigelegt ist und du ins Alignment gehst mit deiner Seele, mit deiner Seelenaufgabe, warum du hier bist, und meistens, sorry, ist es 10.000 Mal größer, als wir es uns jetzt nur trauen, überhaupt zu denken, ja. Und wenn wir uns das aber trauen, in dieser Größenordnung loszugehen, dann kriegen wir alle Hilfen, dann schieben sich die Energien richtig hin, dann, ja, dann ist die Lust da und dann gibt es keine Tätigkeit mehr, die dir keine Freude macht. Ich habe alle Dinge, die mir keine Freude machen, abgegeben. Ich habe für alles, ja, und so wirst du nämlich automatisch, schwupps, Unternehmerin, ohne es bewusst vielleicht sogar, ne, zu entscheiden oder zu planen. Einfach aus dem Grund heraus, dass du spürst, dass deine Seelenmission so wichtig und so groß ist, dass es klar ist, dass du Unterstützung brauchst. Und die funktioniert nun mal mit Menschen, deren Lebensaufgabe es ist, diese Tätigkeiten zu tun und die darin mega aufgehen. Wisst ihr, es gibt ja für alles Menschen, die darin mega aufgehen. Aber du darfst dir die Freiheit rausnehmen, zu entscheiden, was deins ist und womit du die Welt wandeln willst, wodurch deine Seele wirken will. Und nur noch darin zu gehen. Und auch eine Selbstständigkeit heißt nicht selbstständig und heißt nicht, dass du auch noch die Steuer machen musst und was ich noch die Werbung und noch das und noch das und noch das. Vielleicht sind es gar nicht deine Bereiche und dein Bereich ist wirklich nur an dem Kunden, an der Frau zu arbeiten oder was ganz anderes, Bücher zu schreiben oder whatever. Das, was dir am meisten Freude und Lust bereitet. Verstehst du, das ist es, was die Welt ja auch braucht. Das ist es, warum du diese Gaben bekommen hast. Nicht damit du sie mal im Wochenendkurs oder abends mal 10 Minuten vorm Schlafengehen dem nachgehst, was du wirklich willst und womit du deinen Tag füllen willst. Und ich sag dir, ich habe es noch mit jeder Frau geschafft, aus dem, wo sie immer denkt, das ist ja nur ein Hobby, ich spreche halt gerne mit Menschen oder keine Ahnung, ich berühre gerne oder ich male gerne oder ich mache gerne Musik oder whatever, ja. Und die Frau hat gedacht, daraus kann man doch kein Business machen, das geht doch nicht. Und ich sag dir, aus allem kannst du ein mega, mega erfolgreiches Seelenbusiness machen. Aus allem, wenn es beseelt ist, wenn es das ist, was durch dich wirken möchte. Das geht aus allem, verstehst du? Und ich habe, wie gesagt, noch keine Frau nicht hingekriegt, dass am Ende, wow, sie dasteht mit dem, was sie wirklich will und das in eine maximale Ausdehnung und Explosion bringt, ja. Und wenn es bei dir noch nicht so ist, falls du schon, ja, mit deinem Seelenbusiness vielleicht schon gestartet hast und anfängst und merkst, es ist noch anstrengend, gibt es dafür meistens zwei Gründe. Entweder es ist es nicht wirklich, ja, du lügst dir dann irgendwie ein bisschen was in die Tasche und nur weil es irgendwas mit Energien und Spiritualität oder was nicht zu tun hat, heißt es noch nicht, dass es deins ist. Oder es ist noch nicht in der Größenordnung und in der Krassheit, wie deine Seele es gemeint hat. Ja, das heißt, es kann schon die richtige Tätigkeit sein, in der du unterwegs bist.
Aber es kann sein, dass du eben noch nicht in der Größenordnung unterwegs bist, für die du hier bist. So ging mir das am Anfang, wo ich halt mit meinem 1:1-Coaching hier, 1:1-Schwangerenbegleitung als Doula da. Ja, so habe ich halt gestartet und es war auch cool. Aber richtig Boom hat es gemacht, als ich mich getraut habe, wirklich Gruppen, und zwar große Gruppen und immer größere Gruppen mit sehr vielen Menschen. Ich kann das sehr gut. Ich kann wirklich mit Hunderten von Menschen gleichzeitig krasse Energien, Transformationen und so weiter, Räume halten und die begeistern. Das ist meins. Das ist das, was ich gut kann. Ja? Und das hätte ich mich aber davor nie getraut. Und erst als ich mich in diesen großen Schritt getraut habe, hat es plötzlich wuff gemacht. Ja? Und auch alles ist so, ne, falling into place. Alles hat plötzlich Sinn gemacht. Alles, wo ich als Kind Gedichte auf Klopapier geschrieben habe und dachte, ich habe eine Schriftstellerader und jetzt habe ich ein Buch geschrieben, ja. Also versteht ihr, es ist so, wow, auch wenn du so viele verschiedene Skills hast und gar nicht weißt, wo du anfangen willst, ja, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass da eine echt große Aufgabe auf dich wartet. Und ich liebe es, Frauen in ihre Meisterinnenschaft zu begleiten, ja. Und ich liebe es, mit ihnen auszusteigen aus den alten Strukturen, auch alte Business-Strategie-Kacke. Du erfindest es neu, ja. Du erfindest es neu. Es gibt nicht die eine Business-Strategie, überhaupt nicht. Du bist die Strategie. Und ich liebe es, Frauen in diese Explosion, in dieses Aufwachen wirklich krass rein zu begleiten mit allen Skills, was Manifestation angeht, mit allem, was das Thema Lust- und Schoßraumheilung und sexuelle Energien angeht, mit natürlich auch meinem Businesswissen und auch mit meinem Doula-Sein, Geburtsprozesse zu begleiten. Wie oft gebären wir uns neu im Leben oder unser Business neu? Und oh mein Gott, ja, oh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich auf all die Frauen, die Bock haben und die Lust haben, wirklich zu sagen, ich mache es neu, ich akzeptiere es nicht mehr so, dass es keine Freude, keine Ekstase, keinen Spaß macht. Ich bin hier, um zu leben und lebendig zu sein. Und es ist auch scheißegal, wie alt du gerade bist. Ich habe in meiner Ausbildung Frauen, die sind 22 und ich habe Frauen, die sind 62. Ja? Also es ist völlig wurscht, wo du gerade im Leben stehst, ob du gerade frisch Mama geworden bist oder wo auch immer du stehst. Es ist immer der richtige Zeitpunkt, wenn du es spürst. Und ich freue mich riesig. Ich biete für alle Frauen kostenlose Beratungsgespräche an. Wenn du wirklich ja interessiert bist an der Ausbildung, da gehe ich mit dir wirklich tief und wir schauen gemeinsam, hey, ist es das für dich? Ich habe auch schon immer mal wieder Frauen Nein gesagt, wo es einfach noch nicht oder gar nicht gepasst hat. Und ja, also ich freue mich riesig über die Frauen, die Bock haben zu sagen, ich hab's anders, ja, ich habe Lust auf anders. Und natürlich auch die Doula-Ausbildung zur Lustgeburtsdoula startet jetzt auch gemeinsam mit der Lustcoach-Ausbildung. Yes, voll schön. Ich freue mich drauf. Schreib mir einfach, wenn du Interesse hast, dann schicke ich dir alle Infos zum Nachlesen, überhaupt erstmal nachlesen, was ist denn das überhaupt? Und ja, vielleicht sehe ich die ein oder andere. So viel Liebe zu euch. Ciao, ciao.